In Nettersheim ist die Kirmes bis heute das größte Fest im Jahr. Sie fällt auf den 1. Augustsonntag und wird von Sonnabend bis Dienstag 4 Tage lang gefeiert. Hier an der oberen Urft inmitten der Eifel ist das die arbeitsstille Zeit zwischen der Heu- und Getreideernte. Nahe beim Kirmesplatz liegt der große Saal, in dem die Kirmesbälle abgehalten werden. Dahinter erhebt sich der Kirchberg mit der Martinskirche, um den herum das 1100-jährige Dorf gewachsen ist. Im Umkreis bis Münstereifel, Blankenheim und Gemünd wurden die Plakate mit dem Festprogramm verteilt. Die Familien im Dorf haben sich für großen Besuch gerüstet. Kirmes ist hier noch das Fest der Verwandtschaften, die sich hauptsächlich am Sonntag aus nah und fern einfinden. Alt und jung sind von früh an für die letzten Zurüstungen auf den Beinen. Bis zum Nachmittag soll für das Fest alles bereit sein. Die beiden Mädchen mit den Blumen sind auf dem Weg zum Friedhof, wo alle Gräber für die Kirmesprozession am Montag geschmückt werden. Kein Haus, das nicht innen und außen gründlich in Ordnung gebracht wird. Im Ortskern am Kirchberg stehen noch zahlreiche Fachwerkhäuser. Der Anstrich der schwarzen Balken und weißen Füllungen wurde immer zur Kirmes erneuert. Hier vernagelt man die beschädigten Gefache eines unbewohnten Hauses an der Hauptstraße einfach mit Kunststoffplatten. Die Sorge der Hausfrauen gilt vor allem der Festtafel, für die wie immer Kirmeskuchen in großen Mengen bereitgehalten wird. Früher, als das Gemeindebackes noch in Betrieb war, wurde der Ofen in der Vorwoche Tag und Nacht nicht kalt. Heute lässt man die vorbereiteten Kuchen in der Bäckerei abbacken. Der Bäcker fährt auch Kuchen zum Verkauf aus. Die großen, rechteckigen Plattenkuchen sind selten geworden. Die früher sehr beliebte Griesmehltat ist ganz aus der Mode gekommen. Prummetaten und Schmertaten gehören dagegen in kleiner, runder Form auch heute noch zum Kirmesgebäck. Auf den Bauernhöfen ist Kirmes in jedem Jahr der Anlass, gründlich aufzuräumen. Man hält darauf, dass in diesen Tagen alle Gerätschaften ordentlich untergestellt sind. Hier werden die Abfälle fortgeschafft, die sich das Jahr über angesammelt haben. Überall richtet man die Schlafgelegenheiten für die Kirmesgäste her, wie ja auch das Sofa aus der guten Stube. Die meisten Bauern sorgen für reichliche Grünfuttermengen, die auf den Scheunentennen ausgebreitet werden. So brauchen sie an den Festtagen kein Frischfutter zu holen. Wer die Möglichkeit hat, treibt das Vieh auf die Weide, auch wenn sonst nur Stallhaltung üblich ist. Dann bleibt über Kirmes nur noch die Melkarbeit. Der Kirmesrei, der früher von den Junggesellen gebildet wurde, ist für alle öffentlichen Veranstaltungen zuständig. Er wird angeführt vom Rei Scholtes, vom Rei Schreiber und vom Hötjong. Eben wurden die Schilder mit den Startnummern für das Schurreskarrenrennen gebracht. Hier trifft der Scholtes die Vorbereitungen für die Spiele und Bräuche am Kirmesdienstag. In der Stubenecke steht der Korb mit dem Säbel, der schwarzen Augenbinde und dem Strick für das Hahnenköpfen bereit. Die Lose, die der Scholtes nun ordnet, werden gebraucht, um die Anwärter für den Hahnenschlag zu bestimmen.
Der Reihschreiber lässt es sich trotz seines gebrochenen Fußes nicht nehmen, die Kirmesembleme herzurichten. Eines der wichtigsten Wahrzeichen ist der Kirmesknochen. Er wird zum Beginn der Kirmes ausgegraben und in festlichem Umzug durchs Dorf getragen. Wenn man ihn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Trauerzug wieder zu Grabe geleitet, ist die Kirmes beendet. Der besondere Stolz des Nettersheimer Reis ist die Kirmesfahne. Sie wurde vor Jahren auf der Kirmes in einem Nachbarort entwendet. Der Hötjong, der hier das Hemd für den Schabayes anreicht, ist der Wortführer des Kirmesreis. Er hat das überlieferte Zeremoniell bei den Festlichkeiten zu wahren und überwacht auch die wichtigsten Vorbereitungen, die jetzt begonnen haben. Seitdem die Gemeinschaft der Junggesellen nicht mehr besteht, sie konnte sich in Nettersheim nicht halten, weil die meisten Jugendlichen auswärts zur Arbeit gehen, wird der Kirmesrei von den Vorständen der 8 Ortsvereine gebildet. Er tritt einen Monat vorher zusammen und wählt aus seiner Mitte die 3 genannten Chargen. Hier haben die Vereinsspitzen die Rolle des alten Burschenverbandes übernommen. Die zur Durchführung der Kirmes notwendigen Aufgaben wurden von diesem Rei an die einzelnen Vereine aufgeteilt. So ist der Theaterverein für den Schabayes, der mit Heu ausgestopften Kirmespuppe, zuständig. Bitte schön. Karl, wenn dich schonen sehr. Er war Herr. Der junge Mann, der hier mit der geliehenen Karre davonzieht, will sich am Schurres-Karrenrennen beteiligen. An einer anderen Stelle im Dorf haben sich am Nachmittag die Mädchen vom Gesangverein eingefunden, um den großen Kranz für den Kirmesbaum zu flechten. In Zusammenarbeit mit den Junggesellen war dies früher die Aufgabe der Maimädchen. Der Hötjong, der sich hier davon überzeugt, ob auch der Kranz rechtzeitig fertig wird, gibt einen Umtrunk. Das ist nichts für dich. Für den Kirmesbaum, der alljährlich zu Beginn des Festes errichtet wird, sorgt die Feuerwehr. Die Männer, die den Baum gefällt und ins Dorf getragen haben, werden ebenfalls mit einem Trunk belohnt. Nur seht an ihre Bombe ran. Herr, wo soll man jetzt drehen? Jawohl. Der von den Ästen befreite Stamm wird bis auf das weiße Holz geschält. Ja, mein Lachel. Ich da. Ja, der dünn, der kann sehen, wo er blieb. Der dünn hat genug. Ja, dann Prost. Nun mal. Ja, nix. Grüß dich, Herr Innekar. Ich wusste sehr, mal werde ich schwere. Noch her warten. Ja, das ist aber auch. Inzwischen ist der lebensgroße Schabayes, der die Kirmes personifiziert, fast fertig geworden. Von der Trinkfreudigkeit während des Festes soll die Flasche zeugen, die man der Puppe in die Tasche schiebt. Also,
Also, was ist das? Warte, du hast ein Verhängel hoch. Oh, so, stell da. So, jetzt ist so richtig auf der Rücken drauf. Oh, der arme Kerl. Schau, schau, schau. Da ist er. Gegen 4 Uhr am Nachmittag wird die Kirmespuppe zu der Gasse gebracht, wo Kranz und Baum hergerichtet werden. Nun wird es Zeit für die letzten Festvorbereitungen. In gemeinsamen Zug geht es den Kirchberg hinab zur Urftbrücke. Jetzt ist auch der Kirmesstrauß, ein frisches Lärchenbäumchen, das hier neben dem Kranz einhergetragen wird, hinzugekommen. Wer mit den häuslichen Arbeiten fertig ist, eilt zum Zuschauen herbei. Inzwischen stehen die Dorfstraßen in buntem Fahnenschmuck. Der Schabayes bleibt am Rande des alten Ortskerns zurück, wo er in der Nähe von Kirmesplatz und Saal mitten über der Straße aufgehängt wird. Dienstagnacht wird er zum Tanz während des Hahnenballs in den Saal gebracht und zum Abschluss der Kirmes in der Urft ertränkt. Weiter unten, an der Brücke, ist der Platz für den Kirmesbaum. Der Kirmesstrauß, den man bei allen Umzügen mitführt, sowie Kranz und Baumkrone, werden hier zunächst mit bunten Bändern geschmückt. Dann wird der Kranz unterhalb der Krone befestigt. Beim Aufrichten des Baumes lässt man das Stammende vom Brückengeländer aus auf das Bachufer hinunter. Gleichzeitig wird mit langen Stricken die Krone angezogen. Der aufgerichtete Baum steht unten in einer Grube und wird hier mit einer tief in die Erde eingetriebenen Eisenstange gesichert, an die man den Stamm anbindet. Oben wird er am Brückengeländer mit Draht festgeknebelt. Wenn weithin sichtbar der Kirmesbaum aufragt, kann das Fest beginnen. Die Helfer eilen jetzt heim, um für die kommenden Ereignisse ihre Sonntagskleidung anzulegen. Thank you.
Zu einer letzten Besprechung und zum Empfang der Noten ist der Musikverein zusammengekommen. Er wird nur bei den Umzügen und nicht zum Tanz aufspielen, da auch die Mitglieder mit der Dorfgemeinschaft feiern wollen. Für die abendlichen Bälle und die Musik bei den Frühschoppen hat der Rai eine auswärtige Tanzkapelle gemietet. Die eigentlichen Festlichkeiten beginnen gegen 6 Uhr abends mit dem Auszug des Reihes zur Hofbrücke. Kirmesfahne und Kirmesstrauß werden vorangetragen. Viele junge Leute haben sich dem Zug angeschlossen. Ufer wurde in der Zwischenzeit der Kirmesknochen begraben. Dort werden jetzt die Böller geladen, die den Beginn der Kirmes ins Dorf melden sollen. Von der Brücke aus wird der Hötjung nach einer kurzen Ansprache an die Umstehenden mit dem Kirmesknochen einen Disput über die Anzahl der Festtage führen. Mädchen und Junge, wir wären nicht hey, wenn die Hoffnung nicht wäre. Wie all die Jahre nehmen, so haben wir völlig schon. Die Kirmes wird aufgedanzt. Muckgedanzt. Man möchte bald sagen, durchgedanzt. Auf es auf den Knauf. Aber zum Glück waren ein paar von uns, diese wird anständig fortgebett haben. Und wie immer haben wir durch die Schnapsbe gelegt, dass sie im Jahr durch wiederholen können. Hoffentlich hätten sie auch. Das jetzt dicke zu hören. Wer hat die gehört? Wer ist der Schöpf? Der Pferdeschöpf. Bin ich gleich. Jawohl! Derjenige, der mit der Schaufel zum Bachufer hinuntergeht, um den Knochen auszugraben, wird für ihn beim Disput die Antworten geben. Junge und Mädchen, was haben wir für Glück gehabt? Seine Jungs haben wir durchgestanden. Schwini, brauchst du uns auf den Metzger, den wir das Kämmer spielen? Ihr wollt zu wollen. Verspreche ihr Blau vom Himmel, aber sag uns, was für ein schönes Mädchen da mehr, ja. Und wie wir zu drehen gedacht machen. Ihr wollt. Wie viel Kirmes darf jetzt los? Höchstens eine da. Hey! 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 Oh, da rennt's, Willi. Höchstens zwei da. Nee, hey, noch nicht. Hey! Brauchen noch eins, Willi. Und so weißt, was die Mädchen das wibbeln und wie die Jungen das stibbeln. Noch dann. Wir warten, wenn wir irgendwie und nett wäre, der Mädchen dreht auch mit. Man huldigt dem aus dem Grab geholten Knochen als der leibhaftig auferstandenen Kirmes. Willkommen, mit uns, mit.
Während der feierlichen Handlung hat sich ein großer Teil der Bevölkerung an der Brücke eingefunden, um das Symbol der Kirmes und damit die Kirmes selbst ins Dorf zu geleiten. Beim Festzug wird der Knochen zwischen Kirmesfahne und Kirmesstrauß vorangetragen. Hinter der Musik gehen der Hötjung und der Scholtes, denen sich die Bevölkerung in bunter Folge anschließt. Im Dorf wird der Festzug durch die Leute, die sich hier noch einreihen, länger und länger. Auch ganze Familien mit Kindern sind dabei. Einige Reihmitglieder haben Schnapsflaschen bei sich, um Teilnehmende und Zuschauer auf das Wohl der Kirmes trinken zu lassen. Der Weg führt zunächst den Kirchberg hinauf zum Pfarrhaus. In Nettersheim war es seit jeher üblich, dass der Hötjung dem Pastor als erstem im Dorf die Kirmes ansagt oder die Kirmesreferenz erweist. Das Jahr vergeht, die Zeit verrennt. Und so sind wir wieder hier, um in unsere Kirmes zu bereiten. Lass Sie uns die Freude gönnen, wissen. Lass aber trotzdem Ihr kritisches Auge durch unsere Reihen gehen, weil Sie uns den einen oder anderen von uns Ihre Sorgen haben. Wir haben Urlaub. Ausgang bis Kirmes wieder. Sollte der eine oder andere von uns die Kirmes vielleicht um noch etwas zu kräftig feiern. Bitte, gehen Sie da nicht zu schlecht und mit uns ins Gericht. Es heißt ja, Männer sollten zusammenhalten. Dass Sie uns bei der Kirmes willkommen sind, Herr Pastor. Sie wissen es. Meine lieben Männer und Jungmänner, ihr habt sie eben unsere Kirmes ausgerufen. Und euer Kommen nach hier bedeutet für mich, dass ihr in euren guten und starken Männerhänden die Sorge um mein feines Gelingen unserer Herbstkirmes mittragen wollt. Zu diesem Werk und für eure Kirmestage wünsche ich euch darum alles Gute. Also auf eure Gesundheit und auf eine gute Kirmes. Unser Herr Pastor, der soll leben zum ersten Mal. Von hier aus geht der Zug weiter zum Hause des Bürgermeisters, um auch dort die Kirmes anzukündigen. Thank you.
Unterwegs ist die Stimmung fröhlicher und ausgelassener geworden. Auch der Hötjung, der den Bürgermeister vors Haus bittet, hält seine Ansage in freierem Ton. Dem Hoch auf die Kirmes folgt ein Tanz zu Ehren des Ortsvorstehers und dessen Frau, an dem sich auch der Hötjung beteiligt. Der Samstagsball beginnen soll, wird es Zeit, dass der Festzug den Saal erreicht. Hier haben sich bereits einige Kirmesgäste eingefunden. Zum Eröffnungszeremoniell, dass die Kirmesembleme dreimal um die Tanzfläche herumgeführt werden, bevor man sie für alle sichtbar an der Stirnwand des Saales anbringt. Nach dem Dank des Hötjungs eröffnet die Musik den Samstagsball. Des Abends finden sich immer mehr Nettersheimer ein, um den Beginn ihrer Kirmes bis spät in die Nacht hinein zu feiern.